Ja, da bin ich, euer Gnaden. Sie wünschen bitte? Komisch. Ist doch so, als hätte ich dieses Gesicht schon irgendwo gesehen. Ja, ich möchte den Zauberer Locko sprechen. Oh, den großen Magier. Ja, bitte, also, wenn Sie sich einen Moment gedulden würden. Also, der Mann hat aber eine Menge Angestellte. Guten Tag. Euer Gnaden, sagen Sie, sind wir uns nicht schon mal begegnet? Vielleicht in Timbukta oder während der Gala, die ich beim Sultan von Balutschistan gegeben habe. Ich weiß wirklich nicht. Dann war es eben beim Herzog von Omo. Ich glaube nicht. Das macht ja auch nichts. Treten Sie näher, euer Gnaden. Darf ich bitten? Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Danke. Bitte sagen Sie mir, was Sie bedrückt. Ja, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Ich möchte aus einem Schäfchen ein Schaf machen. Aber das ist doch kein Problem. Lassen Sie das Schäfchen ein Jahr lang Gras fressen und es wird ein Schaf. Nein, nein, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich will aus einem Mädchen ein Schaf machen mit Hilfe Ihrer Hypotenuse. Ah, jetzt verstehe ich. Sie meinen mit Hilfe der Hypnose. Ja. Kommen Sie mit. Wir wollen sehen, was wir machen können. Hier, euer Gnaden, in diesen Büchern ist die ganze Weisheit des Zauberns enthalten. Oh. Von Nostradamus bis Cagliostro. Was ist denn mit Ihnen? Irgendjemand, das soll Weisheit sein. Ich hatte es immer für Staub gehalten, wenn Sie nicht anders gesagt hätten. Ruhig, ruhig, das ist alles nicht wichtig. Vor allem müssen wir uns erst einmal die richtige Kleidung verschaffen, ohne die ein Zauberkünstler nicht auskommen kann. Also wollen wir mal sehen. Anziehen. So. Oh je, was man alles machen muss. Ja, ja. Los, euer Gnaden, anprobieren. Er scheint ein bisschen groß zu sein. Hä? Aber da drin ist ja jemand. Was denn? Da drin ist jemand? Ja. Nehmen Sie mal den Hut. Wilhelm, marsch in die Küche. Ja. Hilfe! Was kommt denn da vor um? Wieder nach. Das war aber ein Zauberschlag. Ja, ja. Ja, sehr gut, euer Gnaden, sehr gut. Nun, ich glaube, der Zylinder war etwas zu groß. Ja. Kommen Sie, wir probieren einen anderen. Oh, ist der aber schön, schön. Ja. Aber was hat er denn? Was ist denn gut drin? Komm raus, Wilhelm. Na, wird's bald. Wilhelm, ich habe dir doch gesagt, du sollst in der Küche bleiben. Och, hier in der Kiste sind aber eine Menge merkwürdiger Sachen. Ja, das ist meine Zauberkiste. Sie enthält sämtliche Zaubergeheimnisse. Aber lassen wir das Ganze erst einmal. Bitte, wir wollen mit dem Unterricht anfangen. Also, euer Gnaden, beachten Sie mich, Ihren großen Lehrer. Jede Bewegung, jede Geste, jedes Wort muss stimmen. Blicken Sie dem zu verzaubernden Starr in die Augen. Langsam, bedeutungsvoll heben Sie die Arme und sprechen schließlich die Zauberworte Hokus Pokus et voilà. Wiederholen Sie bitte. Hokus Pokus et dada. Nein, nicht dada. Voilà. Wiederholen Sie noch einmal. Hokus Pokus et dada. Nicht da. Nicht tata, sondern voila. Nicht da, sondern ta. Nein, voila. Das ist so schwer. Naja, nur Mut, euer Gnaden. Mein Zauberspruch hilft in jedem Fall. Auf Wiedersehen, euer Gnaden. Nehmen Sie das. Danke, darin danke. Sind Hut und Mantel. Und viel Glück, euer Gnaden. Vielen Dank. Ja. Ja. Wiedersehen. Cappuccetto, jetzt musst du vor mir zittern, denn bald bist du ein Schäfchen und die haben immer Angst vor dem Wolf, hat der Fuchs gesagt, denn jetzt kommt der Zauberer und hypnotisiert dich. Hypnotisieren gelernt beim Professor? Den Zauberer? Nein, ich habe ja richtig ein bisschen Angst. Oh, ach so ist das. Er will mir Angst machen. Danke, Zirizip. Das war nett von dir. Es klingelt. Das wird Großmutter sein. Sie müsste jetzt vom Markt zurückkommen. Oh, guten Tag,
Gewand angezogen. Und was für einen schönen Hut du aufhast. Oh. Ja, ich weiß, wie schön er ist. Loco, der Zauberer, hat ihn mir gegeben. Ja. Loco, der Zauberer? Aber was hast du denn mit dem zu tun? Na, so eine Frage. Ich habe doch von ihm das Hypnopomorisieren gelernt. Oh, Jupo, was du dir aber auch alles ausdenkst. Pass einmal auf. Mhm. Zuerst sehe ich dir ganz starr in die Augen. Ja, das sieht sehr gewaltig aus. Und dann? Dann mache ich die magische Bewegung. Und dann? Dann sage ich den Zauberspruch. Verstehst du? Ja, ja, schrecklich. Hm, ganz schrecklich. Klar. Ah, jetzt hast du Angst, nicht wahr? Und wenn ich den Spruch sage, bist du ein Schäfchen. Oh, Lupo, wenn du wüsstest, wie schrecklich du aussiehst. Wirklich? Ja, komm, betrachte dich nur mal im Spiegel. Du bist ja direkt furchterregend, wirklich? Lupo. Wirklich? Ja, schön furchterregend sehe ich aus, nicht? Ja, und jetzt mach die magische Bewegung, Lupo. Zu mir in den Spiegel? Fürchtest du dich, Capuchetto? Ja, du fürchtest dich. Schau dir in die Augen, Lupo. In die Augen? Hm? Ach, dort im Spiegel, das meinst du doch, nicht wahr? Versuch's mal. Ich weiß nicht. Glaubst du, ich soll das wirklich versuchen? Macht es dir nichts aus? Hm? Nein, versuch es nur. Nur sag mal deinen Zauberspruch. Aber du musst dir dabei immer tief in die Augen sehen. Ich meine dir selbst. Und die Bewegung machen, die du gelernt hast, Lupo. Los, ja? Ja, also dann sage ich's. Wie ging's noch? Hokus pokus, hokus pokus. Et voilà. Oh, ich bin ein Schäfchen, ein schönes weißes Schäfchen. Meh, 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 ja, ja. Ich fresse nur Blätter und liebliche Blümchen vom Kuchen, kein Krümchen, nur herrliches Gras. Meh, 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 meh. Den scheußlichen Kuchen will ich nicht versuchen. Ich gehe auf die Wiese und weide sie ab. Versteck meine Nase in saftigen Rase, mäh, und fresse nur Gras. Versteck meine Nase in saftigen Grase und fresse es, ob trocken, ob nass. Mäh, 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 mäh. Mäh, ja, mäh, ja, mäh, mäh, mäh. Mäh, wer ist das da im Spiegel? Der da? Ja, der da. Das ist Lupo, der Große. Hilfe, Capuchetto, mäh, hilfe, der Wolf wird mich fressen, hilfe, mäh, hilfe, hilfe, mäh. Aber nein, Lupo, der da im Spiegel bist doch du selbst. Mäh. Lauf doch nicht weg, Lupo. Lupo, mäh. Lupo. Hilfe. Dieser Lupo, der ist dämlich. Vor dem Spiegel glaubt er nämlich, dass der Wolf, der er doch selbst ist, dieses Schaf, das heißt sich selbst, ist auf der Flucht zu allen Welt, doch stürzt er in ein Kellerloch. Unsere Geschichte geht bald zu Ende, liebe Freunde. Saverio, einen Trommelwirbel, bitte sehr. Spiele auf zum Zapfenstreich. Schluss, Saverio. Aufhören! Saverio! Und jetzt bekommt Lupo seine gerechte Strafe! Komm, Lupo, sei schön ruhig. Ein bisschen Alkohol hat noch niemanden geschadet. Das brennt aber. Dass das aber auch so brennt. Da siehst du es einmal, wie es einem Schäfchen geht, wenn es vom bösen Wolf erschreckt wird. Oh nein, Großmutter, ich werde es auch nie wieder tun. Ich werde nie mehr jemanden erschrecken. Capuchetto auch nicht, bestimmt nicht. Bravo, Lupo. Sieh einmal her. Hier ist ein Stück Kuchen. Das wird dir helfen.
Oh, danke, Capuchetto, du bist so lieb zu mir. So viel schönes Gras. Oh, herrlich, wie Gänseblümchen. Nein, doch Kuchen. Arme Lupo, er hat sich immer noch nicht ganz erholt. Oh, das schmeckt. Das schmeckt, die schönen Blumen. Ist das ein Märchen, war das ein Märchen? Lupo der Große, ja, das ist ein Pärchen. Und Capuchetto, unsere Kleine, ihr ganz alleine, wisst, was ich meine. In unser Märchen krümmt ihr kein Härchen. Lupo der Große, der so famose. Denn Capuchetto, unsere Kleine, sie ganz alleine macht Lupo gut. Drum hört, ihr Lieben, fischt nicht im Trüben, denn alles Böse kann niemals bestehen. Hört die Geschichten von Bösewichten, lasst sie erzählen, lasst euch empfehlen. Hört nicht auf Reden, hört nicht auf jeden, sonst gibt es Kummer, ehe man sich's versieht.